Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Der göttliche Plan für die Menschheit. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 29. August 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben eure Fortschritte auf dem Weg durch eine der herausforderndsten Zeiten der Menschheitsgeschichte bewertet. Und wir möchten, dass ihr wisst, dass ihr, so schlimm es da draußen manchmal auch erscheinen mag, sehr gut vorankommt. Ihr geht mit den gegenwärtigen Umständen, in denen ihr euch befindet, mit Würde um. Immer mehr von euch erwachen zu den Wahrheiten, die ihr in eurem Bewusstsein haben müsst, um voranzukommen und eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit zu erschaffen. Selbst wenn ihr miteinander uneins seid, gibt es im Herzen dieser Uneinigkeit den Wunsch nach einer besseren Zukunft, einer Welt, die sich besser anfühlt. Das ist es, was ihr gerade jetzt miterschafft. Und ihr müsst euch nicht darüber einigen, wie ihr dorthin gelangt. Ihr müsst euch nicht einmal darüber einigen, wie diese bessere Zukunft der Erde aussieht. Jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte. Und viele von euch haben sich von bestimmten Teilen der Bevölkerung benachteiligt gefühlt. Und als die Helden müsst ihr euch erheben. Ihr müsst eure Macht zurückgewinnen. Ihr müsst die Macht in euch finden und eure zukünftigen Erfahrungen von einem Ort der Macht und der Ausrichtung auf die Quelle aus erschaffen. Denkt daran, dass jeder Mensch eine Art Trauma, eine Art Last trägt und nicht jeder geht mit dem, was er trägt, auf die beste Art und Weise um. Aber bevor ihr voreilig urteilt, denkt einfach daran, dass diese Menschen etwas durchmachen, das schwer ist, das sie herausfordert. Und ihr natürlich auch. Aber wenn wir uns auf diese Weise mit euch verbinden und auf all die verschiedenen Arten, auf die wir uns mit euch verbinden, können wir spüren, dass ihr alle wisst, wie ihr mit dem, was ihr tragt, umgehen sollt. Und einige von euch wissen sogar, dass ihr mehr als nur euren gerechten Anteil für den Rest der Menschheit tragt. Deshalb werdet ihr eher nach innen gehen. Ihr werdet eher dazu neigen, eure Schwingung zu erhöhen. Ihr werdet eher vergeben und Mitgefühl haben, als zu verurteilen und zu richten. Darin liegt eure Macht. Eure Macht liegt in eurer Fähigkeit, euch mit den Absichten der Quelle, dem göttlichen Plan in Einklang zu bringen. Ihr wisst genug, um zu wissen, dass es einen göttlichen Plan gibt und dass der göttliche Plan jeden einschließt. Die Quelle hat keineswegs die Absicht, irgendwelche Teile der Quelle auszuschließen. Das wäre nicht im besten Interesse der Quelle. Und diejenigen von euch, die das wissen, verstehen das und richten sich nach dem göttlichen Plan aus, von dem ihr wisst, dass er die Wahrheit dessen darstellt, was die Quelle wirklich ist. Die Quelle ist Liebe. Die Quelle ist alles, was ist. Die Quelle dehnt sich aus und erschafft in jedem einzelnen Augenblick. Und ihr, die ihr wach seid, wollt ein Teil davon sein. Und das ist es, was euch mächtig macht, als die Erwachten, als das erwachte Kollektiv. Und wir sind immer glücklich, mit euch allen ein Teil dieses Plans zu sein. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.